Hallo, meine lieben Fans des FC Grants. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute soll es zum zweiten Saisonspiel gehen. Unsere Mannschaft steht, es ist eigentlich nichts passiert, aber ich habe mir gerade mal überlegt, ich habe noch so eine Spielertrainings, ne? Lasst uns mal so ein Training auf Ramos anwenden. Hier so plus 10 auf alle Attribute. Da habe ich nur einmal. Ne, mache ich plus 6 auf alle Attribute. Ich will mal schauen, wie der dann abgeht. Das wäre doch mal lustig zu sehen. Ja, wir gehen auf jeden Fall in die Online-Saison. Bisher ein Spiel bestritten und das haben wir mit 3:0 gewonnen. Aber ich denke nicht, dass es hier so easy peasy weitergehen wird. Deswegen lassen wir uns überraschen, was uns jetzt in diesem Spiel erwarten wird. Unsere Mannschaft hat sich nicht geändert. Alle Leute sind noch fit. Aber Maxim ist schon wieder mit 9 Fitness dabei gewesen im letzten Spiel. Es ist krass, wie schnell die Fitness da weggeht. Ah, nimm mal ruhig das hier. Ah, okay, warte, dann behalte ich das, ja. Okay, er spielt mit einer klassischen Viererkette und auch Vierer-Mittelfeld. Oh, dat Teamchemie, FC Thiago. Hat er nur Leute genommen, die Thiago heißen, oder was? Ah, nein, Quatsch, aber er hat ein paar Hamburger Spieler sogar. Ja, ich bin gespannt. Die Teamchemie, die ist natürlich für den Popo. Und wir spielen erstmal nicht offensiv, sondern defensiv, genau. So, Vorsicht, Doppelpass. Double Rainbow. Ah, den hätten wir fast ablaufen können. Oh, was? Das war kein Abseits? Doch. Wollte schon sagen, ey. Wenn das kein Abseits gewesen wäre, doch. Das wäre ja ziemlich krass gewesen. So, hier vorne steht doch jetzt Dingens frei, oder nicht? Ja. Ja, klar. Hol dir den Ball. Schnapp sie dir alle. Pokémon und so. Oh, Leno. Sehr gut. Und ich werde jetzt dran denken, Leute. Ich werde nicht werfen. So, ansonsten, oh, Maxim läuft vorne nicht weiter. Och Mann, warum denn nicht? Das wäre doch so schön geworden, wenn du da vorne weitergelaufen wärst. Das hätte bestimmt lustig enden können. Teamstärke im Übrigen genauso stark wie unsere mit 79. Also da, oh oh. Mist, das 1:0 jetzt hier direkt so schnell. Das ist ärgerlich und er denkt, er ist ein Flugzeug. Nee, bist du aber nicht. Ah, Mann, 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 Mann. Okay, jetzt können wir schauen, ob er sich das Tor anschaut. Natürlich. Fep, 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 fep. Da geht ihm schon wieder einer ab, da. Olivier Giroud. Okay. Na gut. Kann man ja mal machen. Ja, klar. Wenn ich sowas mache, da gibt es gleich wieder Tote. Ey, ich habe doch eingestellt, nicht meine Spieler wechseln. Was genau habt ihr daran nicht verstanden, mein liebes FIFA 15? Wow, netter Schuss, aber Leno hat das natürlich berechnet, ja, der wusste genau, dass das Ding niemals ankommen wird und, ah, das ist doch nicht wahr, ich bin hier gerade so ein bisschen irgendwie in die Enge getrieben, das nervt mich, aber jetzt ist Ramos durch und jetzt könnte Ramos einfach mal abziehen von hier, schade. Der Torwart, Aigner, irgend so ein Franzose scheinbar. Der hat da aber auch nicht den besten Eindruck hinterlassen, muss man ja mal ehrlicherweise sagen. So, danke für den Ball. Und jetzt können wir mal wieder in die Vorwärtsbewegung gehen, aber hat sich auch schon wieder erledigt. Obwohl, wir haben jetzt ja hier direkt den Ball wieder zurückbekommen. Und Traoré, ah Mann, Traoré. Aber oben geht Adrian Ramos. Ah, den hat der Verteidiger verpasst, damit habe ich nicht gerechnet. Oh Mann, da muss man einfach nächstes Mal Schuss drücken, glaube ich. Und jetzt komm schon. Ah, Mist. Er wäre, glaube ich, besser aufgehoben gewesen bei Aubameyang, weil der nochmal eine Nummer schneller ist als Ramos. Obwohl jetzt mit den plus 6 auf alle Stats ist Ramos, glaube ich, auch ein Killer, was die Geschwindigkeit angeht. Ey. Ah, er führt noch immer, ne? Wir müssen aufpassen. Ah, sehr gut. Das war wichtig. Das war wirklich wichtig, dass er da den, Ball bekommen hat. Na komm. Nee. Den wird Jansen gut abschirmen. So, und jetzt kommen wir mal wieder zum Zug vielleicht. So, geht mal da. Und oben läuft Ramos. Oh, da drängelt er mich ab. Da drängelt er mich einfach ab. Der Schlingel da. Hätte interessant werden können sonst. Ah. Oh. Zum Glück hat er da schon geschossen. Wenn er da irgendwie, hätte der sich bestimmt auch noch durchdribbeln können. So, ich probiere jetzt mal wieder
nach hier recht zentral den Ball an den Mann zu bringen. Oh, sehr schön. Luis Gustavo, geh doch mit. Geh doch mit da oben jetzt. Ah, Mann. Was ist denn los? Ramos, komm. Und jetzt, komm, Ramos. War da der Torwart dran? Den hat Ramos so versemmelt, das kann ich mir gar nicht denken. Ah, oh, das kann doch Ramos nicht gewesen sein. Nein, mein Weltbild ist erschüttert. So, wir sollten jetzt aufpassen, weil er spielt immer die gleiche Chose. Er macht immer diese langen, hohen Bälle dann, die mich da, die dann meine komplette Abwehr aus den Fugen heben sollen. Und jetzt könnte ich aber sowas auch mal machen. Ah, bei mir klappt sowas leider nur nie. Ah, komm schon, nein, Aubameyang. Oh Mann, der ging daneben. Schade, Schokolade, kann man da nur sagen. Egal, wir bleiben am Ball. Wir lassen uns jetzt hier nicht durch diese 1-0-Führung unterkriegen, Leute. Nicht im zweiten Saisonspiel. Es ist noch alles drin. Diese Saison soll besser werden als die letzte. Ah ja, das ist genau die gleiche Spielweise, wie er die ganze Zeit macht. Und damit habe ich diesmal nämlich schon ein bisschen gerechnet. Oh, da ist er aber direkt wieder raufgegangen. So. Nee, so kriegst du Leno nicht. So, und bevor ich wieder werfe, werde ich lieber schießen. Und zack, okay. Lauf, 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 Mist. Aber den kriegt Boateng. Boateng ist nämlich ein großgewachsener Kerl. Nee. Den kriegst du nicht. Den kriegst du nicht platziert. So, ich probiere jetzt mal Aubameyang zu suchen. Ja, komm, der könnte... Na, shit. Aber danke, Boateng ist wieder da. Und, ah, lauf. Lauf, lauf, lauf. Ramos, ey! Da muss man auch mal eine Karte geben. Ja, okay, immerhin. Immerhin, ey. Martin De Michelis, der hat mal bei Bayern gespielt. Ist auch schon ein paar Jahre her inzwischen. So, wir probieren mal den Ball irgendwie per Flanke an den Mann zu bringen. War gar nicht so verkehrt. So, aber jetzt aufpassen. Aufpassen, dass uns da keiner wegrennt. Na komm. Ja, geh du mal ruhig nach außen. Oha. Wow, was ein Knaller. Nicht schlecht. Okay, der spielt gar nicht mal so verkehrt. Wo sehen wir? Da hinten ist Ramos sogar noch recht zentral. Vielleicht können wir den... Nee, warte. Erstmal auf die Seite. Okay. Ah, komm schon. Ah, lauf, 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 lauf! Mist, da ist Baumann da. Baumann da und entschärft die Lage leider. Schade. Oh Mann, ey. Aber wir machen schon Druck. Kann man nicht anders sagen. Also... Ah, wir sind nicht chancenlos. Ist jetzt nicht so, dass wir hier haushoch unterlegen wären. So, den haben wir schon fast kommen sehen, aber den nicht. Der geht ja mal mega weit auf die andere Seite. Wollte er das Spiel verlagern und das gelingt ihm auch noch. So, hätte Rudnevs hier fast mal eingelocht. Und das soll schon was heißen, wenn der Rudnevs mal trifft, ey. Da muss ja Weihnachten auf Ostern zusammenfallen, ey. Ja, und sowas sage ich als HSV-Fan. Traurig eigentlich. Den hat er total versammelt. Na gut, okay. Was machen wir? Da in der Mitte steht Maxim wieder. Ah, Mist. Kein guter Kopfball gewesen. Aber hier, das war gut, das war gut. Und da ist jetzt Aubameyang durch. Da hat er nicht mit der Geschwindigkeit von Aubameyang gerechnet. So, und jetzt haben meine Spieler aber scheinbar auch nicht mit der Geschwindigkeit von Aubameyang gerechnet. Denn Aubameyang steht hier gerade ganz alleine. Und das müsste Ecke geben. Er konnte nicht passen. Es war einfach kein Spieler da. So, was machen wir jetzt aus der Ecke? Ich werde mal ein bisschen weiter nach hinten spielen. Oh, komm schon. Und Boateng, Boateng! War der Torwart da wieder dran? Nee, da hat Boateng leider einfach nicht den Riecher gehabt. Der ist halt ein Verteidiger, Leute. Und ja, 46% Ballbesitz, aber ich glaube, wir können eigentlich weitermachen. Ja, komm. Einmal tief durchatmen und dann das Spiel fortsetzen. Und ich werde direkt wieder probieren. Das mache ich immer ganz gerne mit Maxim. Ah, okay. Fail. Ich gehe aber auf ausgeglichen jetzt. Mal was riskieren. Nein, Quatsch. Ausgeglichen ist ja noch nichts riskieren. Wieso laufen die gerade alle so komisch? Weiß auch nicht, was da los ist.
Oh oh. Danke. Oh. Wird der raus? Ja, der geht noch raus. Okay, Abstoß. Immerhin. Schwein gehabt. Und was machen wir? Ich probiere, den da runterzubringen. Na, ah, ich glaube, der geht ein Stücken. Oh, doch. Aubameyang ist auch schnell. Nee, so schnell aber auch nicht. Schneller als der Schall, sollte man meinen. Nee, der ging daneben. Er macht viele Schüsse aus der Entfernung. Und ich weiß halt nicht genau, warum. Ob er irgendwie wirklich erhofft, dass die reingehen. Oder ob er einfach so auf den Lucky Punch hofft. Oder ob er mich einfach nur verunsichern will. Ob er sich so sicher fühlt, dass er denkt, ey, guck mal, der macht eh kein Tor mehr. Ah, shit. Aber den hat Luis Gustavo schön abgefangen. Und jetzt Ramos. Jetzt könnte Ramos durch sein. Ah Mensch, wofür habe ich Ramos denn diese plus 6 auf alle gegeben? Merke ich aber noch nicht so viel von momentan. So, Vorsicht, Vorsicht. Der wird gleich wieder. Nee. Fick die Henne. Was hat der denn für einen Lackerschuss drauf? Okay, jetzt muss ich auf Offensiv stellen. Ich hasse so eine Glücksschüsse. Weißt du, als ob das geplant gewesen wäre. Genau unter die Latte auch noch. Oh Mann, ey. So ein dreckiger Lacker. Okay, 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 okay. So, offensiv. Ah, so wird das aber nichts offensiv. Du musst auch schon den Ball behalten, Maxim. Immerhin hat er seinen Fehler direkt wieder gut gemacht. Oh mein Gott. Ah, komm schon, laufen. Okay. So, jetzt könnten wir es mal wieder probieren. Aubameyang. Auf der Außenbahn. Ist er noch nicht durch? Na, komm schon. Ah. Ramos. Komm schon, den musst du auch mal behalten. So, Luis Gustavo. Jetzt erzähl mir nicht, dass Ramos schon wieder irgendwie sich hier... Ramos, steh auf, du Gauner. Altintop. Okay, und... Nein, 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 nicht. Nicht, Mist. Ja, das war nämlich abseits, leider. Habe ich schnell geschaltet eigentlich, aber hat mir auch nichts mehr gebracht. Naja. Mittelstark, okay. Ja, ich würde gerne zumindest den Ehrentreffer nochmal machen, oder? Verdient hätten wir uns den ja wohl zumindest schon. Okay, Maxim ist durch, Maxim ist durch, Maxim ist jetzt durch. Oh, wieso spielt der denn dahin? Er sollte schießen. Ah, Mann. Naja, gut. Egal, einfach nochmal durchatmen. Wir kriegen das noch hin, Leute. Wir kriegen das noch hin. Glaub mal, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir haben noch ein bisschen Zeit und wir spielen gar nicht schlecht. Wir spielen nicht schlecht. So, guck mal. Ah, Mann. Er spielt sich jetzt auch nur noch so eine Pässe zusammen und versucht einfach nur noch den Ball zu halten. Und jetzt könnte Ramos durch sein. Ramos ist sogar durch. Und Ramos ist durch. Ramos ist durch und zieht ab zum 2:1. Der Anschlusstreffer durch Adrian Ramos. Okay. 69. Spielminute. 69, das ist ein Zeichen. Na Quatsch. Aber, einmal schauen wir es uns an, hat er auch die ganze Zeit gemacht. Aber es ist ein Zeichen, dass wir noch da sind. Also, ich bin noch am Leben. Und ich hoffe, dass wir vielleicht noch ein zweites Zeichen setzen können. Was jetzt? Achso, okay. Ist direkt hier Freistoß für mich gepfiffen worden. Okay. Ist ungewohnt irgendwie. So, und jetzt vorne Aubameyang. Aubameyang, Aubameyang, Aubameyang. Aber immerhin Einwurf rausgeholt, okay. Und jetzt einfach mal Großkreuz bedienen. Ah, sehr gut. Den hat Großkreuz noch bekommen. Ah, Mist. Komm schon. Oh, das wäre die Chance gewesen. Ramos, den hättest du machen dürfen. Oh Mann, ey. Berami, mach hier keine Faxen. Jansen, Jansen. Jansen. Jansen ist durch. Und wo flankst du hin, mein lieber Freund? Das war kein Torschuss. Das sollte wirklich eine Flanke sein. Man glaubt es kaum. Okay, er will es jetzt wirklich hier das Spiel scheinbar langsam machen. Er hat Schiss. Er hat Schiss. Und das zu Recht. Der FC Grenz ist jetzt hungrig, Leute. Und will noch ein Tor machen.
Und wir haben ein paar gute Leute da vorne stehen, die Tore schießen können. Das haben wir schon bewiesen inzwischen, denke ich mal. Und Ramos läuft da vorne. Und der... Komm schon! Na, was? Das muss ja wohl ein Foul sein. Der kann doch nicht einfach meinen Spieler umrennen. Der war nicht im Strafraum. Ey, ich hasse es. Ganzen Entscheidungen da. 80. Spielminute, Leute. Jetzt nochmal alles in Angriff hauen? Ich weiß ja nicht. Doch, eigentlich schon. Ich meine, wir haben ja nichts zu verlieren. Guck mal, wir hauen das nach vorne. Und jetzt gehen wir sehr offensiv vor. Sehr offensiv. Also, falls wir noch ein Gegentor bekommen, bekommen wir es halt. Was ist jetzt? Gelbe Karte für Traoré oder was? Nee, nicht mal. Okay. Dann verstehe ich die Aufregung aber nicht. So. Schöner Kopfball. Das nochmal so eine Randbemerkung. Und wir haben noch fast 5 Minuten. Komm schon, wird's noch ein Unentschieden? Wird's noch ein Unentschieden? Wäre cool. Verdient hätten wir es uns. Da, Aubameyang. Aubameyang. Oh, ey! Das gibt's doch nicht! Nur noch am Rumfaulen hier alle. Und da gibt's eine gelbe. Sehr gut. Schade, dass es nicht Demichelis war. Der wäre da runtergeflogen. Maximilian Arnold. Hey, Arnold! So, Berami wird versuchen, jemanden da vorne zu bedienen. Oh, wer hat denn da den Ball? Oh, Maxim! Maxim macht den Ausgleich in der 88. Spielminute! Maxim mit dem 2:2. Oder war es sogar... Wer hatte denn da erst den Ball? Das war erst Boateng, der da so rumge... Wer ist denn da geil so rum? Hier, guck mal. Wer war da? Nee, Großkreuz. Nee, keine Ahnung. Egal, unentschieden. Okay, und jetzt alles halten. Alles halten. Okay, wir gehen wieder auf ausgeglichen. Wir gehen wieder auf ausgeglichen. Ah, schade. Da haben wir fast den Ball bekommen. Komm schon. Geh ran. Geh ran. Geh ran. Ich muss den Ball bekommen. Yes. Oh, Berami. Berami. Voller Körpereinsatz jetzt. Und vorne. Los. 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 Komm schon. Komm schon. Geh. Geh. Ah. Nee, Mist. Aufpassen jetzt. Aufpassen jetzt. Oh, oh. Oh, oh. Ah, Toprak. Sehr stark gemacht. Von Toprak. Komm schon. Ja, da haben wir den Ball. Da haben wir den Ball. Da haben wir den Salat. Luis Gustavo ist hier mit vorne. Ey! Oh, ist das eine spannende Endsequenz hier. Aufpassen, der wird wieder versuchen, seine Standardpässe zu spielen. Okay, jetzt sind wir aber nochmal am Zug. Berami. Und Ramos läuft unten. Ich habe ihn laufen sehen. Ramos, komm schon. Oh nein, ihn vertändelt der Ball. Ein Unentschieden. 2:2. Damit kann ich aber leben. Das war in Ordnung. Immerhin noch Punkteteilung hier. Und wir haben immerhin 2:0 hinten gelegen. Aber Alexandro Maxim hatte... ach Mann, der hatte echt nochmal... Den Riecher hat nochmal gesehen. Guck mal hier, den kann ich reindrücken. Schönes Ding. Damit habe ich nicht mehr gerechnet. 69. und 89. Minute. Das kann sich sehen lassen. Er hatte ziemlich schnell das 1:0 gemacht. Und da hatte ich schon ein bisschen wieder die Buchs voll, ne? Muss ich ja mal ehrlich sagen. Da hatte ich ein bisschen Panik, dass es wieder mal eine richtige Klatsche für uns wird. Aber auch wir hatten eigentlich an und für sich schöne Chancen. Hier sieht man nochmal das Foul von Demichelis, wo es sogar die gelbe Karte für gab. Aber Ramos war da nicht mit einverstanden. Der war sauer. Und ja, sein Pfostenschuss da, sein Latte, meine ich natürlich, sorry. Da nochmal Latte. Ja doch, das Aluminium hat... heute für uns gespielt, außer an dieser einen Szene hier, wo das Teil genau unter die Latte ging und dann im Tor gelandet ist. Ja, Leno, keine Ahnung, konntest du nichts machen, gebe ich dir nicht die Schuld. Dafür kam dann Ramos ziemlich schnell zum Ausgleich in der 69. Eine One-on-One-Situation konnte er mal für sich nutzen, hat sie dann verkürzt und nur noch 2:1 der Spielstand. Die Fans vom FC Basel, ja, ein bisschen Ernüchterung für euch, ne? Dann, ja, kam hier nochmal die Latte. Also, wenn das Tor heute irgendwie 20 cm höher gewesen wäre. Da, Foul an Aubameyang. Schade, der wäre wahrscheinlich durch. Der ist schön schnell, der Junge. Und die zweite gelbe somit, die er hier kassiert hat. Und dann das Gewurschtel hier, wo Großkreuz erst da vorne rumgewurschtelt hat. Und dann Maxim immerhin noch Herr der Sinne war. Und die Fans des ersten FC Grants, die haben es dann natürlich gefeiert, Leute. Maxim somit auch Spieler des Spiels und Fitnesswert ja wieder ordentlich runter bei allen. Ist krass, wie schnell der wirklich runtergeht. Ich muss mir wahrscheinlich mal ein Zweitteam holen. Aber ja, das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Bis dahin hauen wir die ganzen Fitnessdinger weg, glaube ich.
So, 645 Münzen gab es dafür und immerhin einen Punkt. Und ja, ein Unentschieden braucht man ja ohnehin mindestens, damit man hier die Meisterschaft oder den Aufstieg schafft. Denn 10 oder 13 Punkte, da ist mindestens ein Unentschieden. Also, bisher ist der FC Grants ungeschlagen in dieser Saison. Ja, das kann man ja so auch mal hervorheben. Und ich würde sagen, ich schaue mal eben, wie müde sind die Leute jetzt schon wieder. Ein Spiel geht noch. Ein Spiel geht auf jeden Fall noch, auch für Maxim. Notfalls muss er dann halt mal auf die Bank und wir lassen Holtby spielen. Warum eigentlich nicht? Notfalls ist das bestimmt mal drin. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß mit dem Spiel vom FC Grants. Falls dem so ist, würde ich mich wie immer über eine Bewertung freuen. Ich weiß ja, dass ihr das ganz gerne manchmal vergesst. Deswegen hier der freundliche Hinweis von mir. Bin ich nicht nett? Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao.